Seit meiner Jugend engagiere ich mich gegen Rassismus, Faschismus, für eine vielfältige Gesellschaft. Vor 5 Jahren haben meine Familie und ich einen rechten Brandanschlag nur knapp überlebt. Und ich bin mir sicher, wer die Täter sind. Expertinnen sind sich sicher, wer die Täter sind. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, wer die Täter sind. Doch die Richterin hat jetzt die erste von 2 Personen freigesprochen. Das Urteil macht mir und anderen Betroffenen Angst, weil die Täter sich in unserem Umfeld weiterhin frei bewegen können und dieses Urteil ein Signal an Nazis ist, dass sie ohne Konsequenzen Menschen terrorisieren können. Beispiel Hufeisensiedlung. Hier verübten Nazis Brandanschläge, Markierungen, Morddrohungen bei etlichen Familien, die sich für eine vielfältige Gesellschaft einsetzen. Ich bin nicht überrascht, denn dieser Freispruch ist die traurige Konsequenz des staatlichen Nichtagierens gegen Rechts. Seit Jahren terrorisieren Nazis den Berliner Bezirk Neukölln. Das Jugendzentrum der Falken hier in Südneukölln stand auf der NSU-Terrorliste und wurde 2011 zum Jahrestag der Reichspogromnacht angegriffen und ist fast vollständig ausgebrannt. Seitdem sind die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Und obwohl bewiesen ist, dass es ein organisiertes Netzwerk sein muss, wurde dies in diesem Prozess auf 2 mutmaßlich Einzeltäter reduziert. Hier an dieser Stelle wurde Burak Bektaş 2012 auf offener Straße mutmaßlich von einem Nazi erschossen. Er ist nicht das einzige Mordopfer der rechten Terrorserie in Berlin-Neukölln. Was mich besonders schockiert, ist, dass in diesem Netzwerk Polizei und Justiz verstrickt sind. Dadurch war dieser Prozess von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber ich werde mich davon nicht entmutigen lassen. Antifaschismus und Antirassismus sind meine Lebensaufgaben. Und wenn die Behörden auf dem rechten Auge blind sind, dann müssen wir uns umso mehr organisieren und auf den Straßen an der Seite der Betroffenen kämpfen. Ganz im Sinne der kürzlich verstorbenen Holocaust-Überlebenden und Antifaschistin Esther Bejarano. Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Wir müssen selbst aktiv werden. Siamo tutti antifascisti!